Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme zu Phantom Brigade. Ich musste die letzte Folge ein bisschen ungünstig wegschneiden, weil ich einen kleinen Aufnahmeunfall hatte. Ich bin effektiv eingepennt. Die letzte Mission konnte ich noch ganz gut spielen, aber bei der Mission ja, da war ich dann so K.O., dass ich bei der halben Mission einfach nur noch gepennt habe, und das wollte ich euch jetzt nicht antun. Deswegen spielen wir die Mission jetzt nochmal mit einem frischen Kopf, mehr oder weniger. Also jedes Mal, dass, wenn ich Koffein hatte, und das Problem ist, in letzter Zeit muss ich wieder so viele Überstunden schieben, dass ich nur mit Koffein wach bleiben kann auf Arbeit. Und danach crashe ich halt immer hart. Gut, aber das ist jetzt aus dem Körper raus, also habe ich damit jetzt keine Probleme mehr. Ich nehme dieselben, wie ich sie beim letzten Mal benutzt hatte, als ich... Ich hatte die Mission gewonnen, also das ist nicht das Problem gewesen. Es hat nur einfach ewig lange gedauert. Länger, als es hätte dauern sollen. Das Schlimme ist, ich habe auch kein Reparaturgeld im Augenblick. Das heißt, der Hascher muss halt weiterhin in diesem Zustand rumarbeiten. Aber das ist nicht weiter wild. Du. Der will mit seiner billigen Maschinengewehrplempe durch das Gebäude durchschießen. Dann helfen wir ihm doch mal da durchzukommen, indem wir ihm den Laser ins Gesicht drücken. Sag mal, beweg dich erstmal noch ein Stück hier rüber. So. Hier hoch. Beppo. Viele Optionen habe ich ja nicht. Jetzt wieder Panzer mehr als Leder. Fassungslos. Schieß sie mal schön in Stücke. Ich glaube, das wird er sowieso nicht überleben. Raketen auf dich. Mehr Raketen auf dich, auch wenn es nicht mehr Hitze geben könnte. Du schießt weiter fröhlich irgendwas über den Haufen. Huch! Wo bin ich denn wieder dann da? Durchgehender Strahl auf ihn, das ist kein Problem. Ich glaube, bis dahin ist er sowieso vernichtet. Auch wenn der Strahl per se nicht so extrem viel Damage durchführt, ist das doch dieses kontinuierliche Strahlen, was den Gegner vernichtet. Ich meine, die Vulkan ist immer noch effektiver am Schaden anrichten und vor allem an bewusstlos machen, aber mit dem Strahl komme ich halt viel schneller, viel stärker durch Gebäude durch und kann mehrere Leute in einer Reihe gleichzeitig beschädigen, anstatt nur das erste Ziel. Aber man hat mal die Gelegenheit, was so viel zu lasern. Ups. Auch wenn ich bezweifle, dass das hier viel Wert hat, dass ich überhaupt da hochhüpfe. Dann kommt schon aber eben hier noch eine Stelle wenigstens. Alter. Thank you.
Schmelzen wir den nächsten ein. Der macht überhaupt nichts mehr, ne? Lol. Der ist fast wieder. Das war's. Oh, ich kann da eigentlich stehen bleiben. Ja, es reicht. Mission ist gewonnen. Leck mich raus hier. Drei Gegner, die das Ding verteidigt haben. Das sieht genauso aus, wie ich beim letzten Mal hatte. Ich hab sowieso alles verschrottet. So, jetzt bin ich wieder auf demselben Stand. Und die Provinz gehört mir. Feiern! Die Piloten brauchen sich nicht erholen. Weil ich jetzt sowieso erstmal nachfüllen gehen muss. Ich habe keinen Nachschub mehr. Bis auf drei sind alle meine Max beschädigt. Ich muss auch mal neue Sachen bauen wieder. Das Problem ist, mir fehlen halt die Ressourcen, um neue Sachen zu bauen, großartig. Hammerwache holt sich. Die haben nichts gemacht. Mir mal bei Gelegenheit angucken, was. Moment mal, ich habe hier eine Liste, ne? Ja, plötzlich. Der hier. Mit dem Brandrepetierer braucht man aktuellere Waffen und Systemteile. Der Nox 2M scheint generell eigentlich dem Asgard zumindest in Geschwindigkeit und Panzerung mehr oder weniger überlegen zu sein. Fuck, ich muss mal eben kurz auf Steam gehen. Steam, sag mir doch mal eben. Moment. Community Hub war das? Discussion Stop Export. Nein, halt. Oh, das ist doch ein Ordner für Guides. Gott, leck mich doch. Drüber gehen. Super Server, Kompetenz FAQ. Body Parts Stats. So, die taktisch. Erstmal austauschen die andere taktisch, die deutlich besser ist. Die Sucher. Eigentlich kann die App ja im Sperrfeuer drinnen bleiben. Die hat zwar nur kurze Reichweite. Aber ist so viel besser an allem. Teile. Oh, die Panzerung sinkt hier signifikant. Ja, okay, der Asgard hat mehr Standardrumpf. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich wirklich an meinen Max haben möchte. Ich meine, möchte ich nur defensive, die offensive Maschinen haben? Kann ich den Elbrus herstellen? Ja. Der Elbrus hat eine Chance, andere Modultypen zu kriegen. Ist hier was? Machen wir mal alles komplett neu.
Problem mit meinen ganzen Macs ist im Augenblick, dass die unterschiedliche Level haben. Bei einigen funktioniert das noch, vor allem bei denen, die höher sind, aber die, die niedriger sind, die haben natürlich Probleme gegen höherlevelige Feindmacs. Die Feindmacs kochen mittlerweile alle auf 11 oder 12 rum. Das heißt, viele von meinen Systemen funktionieren gar nicht mehr gegen die Schweine. Nach den Grenzen dieser neuen Provinz überquert hast, nähert sich ein Pilot mit besorgter Miene. Hallo, Commander, wir haben gerade Informationen zu dieser Region erhalten, sagt er. Die feindlichen Truppen hier sind viel stärker als alles, womit wir bisher zu tun hatten. Hinter mir melden sich ein anderer Pilot, deine Piloten. Wir können versuchen, sie zu besiegen, aber wir setzen den Menschen ein größeres Risiko aus, wenn wir Helden spielen, statt jetzt zu gehen und wiederzukommen, sobald sie ja besser ausgebildet sind. Was meinst du, Boss? Ruf dein Fahrer von vorne. Das ist deine Entscheidung. Fortfahren. Was irgendwie totaler Bullshit ist, weil die Provinz habe ich gerade erobert. Willst du mich verarschen? Also, was brauchen wir an Max überhaupt? Ich bräuchte so ein mehr oder weniger Standard Kampf-Max. Die müssten relativ mobil sein und gute Feuerkraft haben. Gibt es bei diesen Guides irgendwo welche, die vielleicht schon Ideen hatten? Nee, es gibt Guides zu verschiedenen Waffensystemen und so ein Kram. Moment mal. Beziehungsweise, Moment mal. Einheiten. Ja, ich habe nichts wirklich Aktives gerade. Bauen wir mal frische Tsubasa-Teile. Unterkörper, da ist auch von Base noch ein Oberkörper. Mich würde interessieren, was die vorhaben. Ich meine, ich habe zwar keine Kampfeinheit im Augenblick, aber das sollte die KI eigentlich wissen. Komm auf mich zu, ich habe gleich keine Einheiten im Kampf. Oh. Der hat alle mit Elbrussen ausgestattet. Moment mal. Ich glaube nicht, dass sie wirklich toll sind. Wir haben keine Seitenwaffen, aber ich glaube, das brauche ich im Augenblick nicht. Versuchen wir da mal, die Elbrus in diesem Level einzusetzen. Gott, ist das absurd. Das Spiel hat mir gerade kostenlos Elbrus-Teile auf einem bestimmten Level gegeben. Trainieren wir mal! Ich bin ihm komplett unterlegen mit Waffen und System und allem rum und dran.
Ich bin ja mal neugierig. Ich kann es mir durchaus leisten, hier mal zu verlieren, weil die Elbrusteile sind nicht wirklich wichtig. Und die Piloten werden auch nicht draufgehen bei sowas. Moment, ich muss das anders machen. Nach rechts kann ich nicht wirklich weg, weil da keine Deckung ist. Wow, die würden mit Sitz überhaupt nicht klarkommen. Das war er mit der Kanone. Ich glaube, ich muss mir so ein Ding auch mal anschaffen. Ich habe bis jetzt von solchen Waffen abgesehen, weil die nicht erschüttern. Aber es wird halt offensichtlich, dass ich in manchen Fällen einfach nur das Ziel vernichten muss. Schießt auf ihn, zieht dich dabei zurück, müsste ihn dabei eigentlich erledigen können. Daka, daka, daka. Zurückziehen. Und hoffen, dass er sich selbst kaputt schießt damit.
Oh, schade, ich habe mich fast gehabt. Oh, der Mac ist hinüber. Oh cool, ich kann einen improvisierten Nahkampf durchführen. Er wird über den Haufen geschubst. Nee, warte, du wiegst dich hier hin. Ein Fallmeck ausgeschaltet. Ich habe meinen noch im Einsatz, aber nicht mehr so. Alter, tritt er seine eigenen Panzer gerade zu Brei oder was? Roffel. Moment, ist der mit der Kanone ist wirklich auf die Fresse gefallen damit? Ich habe nicht drauf geachtet, ich hätte nochmal zurückspulen sollen. Fuck. Der steigt aus. Der hat noch Aufträge, aber der greift nicht an, das ist das Coole daran. Der ist niedergeschlagen für ein paar Sekunden und. Moment. Pilot aus. Das Niederschlagen-Symbol ist, überschreibt das Aussteigen-Symbol. Das ist sehr schön. Das heißt, der und der sind meine einzigen Probleme noch. Du greifst den Mac an, der sowieso nichts mehr machen kann. Der kann auch draufgehen, ganz ehrlich. Der Mac hat keinerlei Bewandtnis mehr. Der ist nur noch als Köder da. Oh boy. Down bad, man. Down bad. Das ist nicht mal ein Kreuzfeuer. Feige bewegen ihn rüber, bevor er schießen kann. Der Panzer rückt an, bevor er irgendwas machen kann. Warten wollte ich. Ist das böse? Ich habe so richtige Basis-Max. Und hau den Typen platt. Der hier ist hinüber. Der stürzt auch gerade. Will dann nachher mal einen Angriff durchführen. Ich glaube, das lassen wir nicht mehr zu. Da kann ich mir sogar meine Max kochen für. Der steht nicht mehr auf.
hast das Feeling ja jetzt ausgeschaltet. Alter Güter Mac. Sieg! Weil ich keine einsatzbereiten Macs hatte, hat er wohl gedacht, er greift da an. Mit seinen Bergungsfahrzeugdingern da. Nee. Ganz ehrlich, das sind Schrottteile, dann können wir es erlegen, wenn ich die überhaupt nehme. Seht ihr das an, die sind nicht mal groß vom Level her gewesen, die Leute. Ja, die kann nur Machterstrungsschaden, aber ich glaube, ich baue mir davon eine Blau oder sowas. Ich meine, BS Drachwerkstatt, Brandstifter, Funke, Sternkratz, die meisten Sachen davon habe ich schon. Diese läppischen 5 Punkte, ey. Aber na gut. Sonst hat der Reaktor keinen Platz mehr für das Upgraden von den Sachen, beziehungsweise den Bauen von den Sachen. So, ich brauche selbstverständlich auch eine Knarre für den Scout. Woran merke ich, welche Waffe von den Ackerwaffen sekundärer Natur war? Fuck. Ich habe Schneiden, Säbel, Klinge, Äxte, Klingen. Zwei Klingen habe ich. Der Trimmer und der Trimmer S. Ja, okay, das sind die leichten Varianten. Und kompakten Bauweisen sind die Sekundärwaffen, wie es scheint. Stumpf, variierende Leistung, was geringer Leistung. Kompakte Bauweise ist auch sekundär. Und da ist der schwere Säbel. M1 und X1. Und die schwere Axt. Ich müsste alles mal bauen. Brandspalter. Das war, glaube ich, mehr die Schrotversion von den Flammkanonen. Die hätten sich viel mehr Mühe geben können, mit dem uns zu zeigen, was die Waffen denn wirklich können, wenn man die hier drin sieht. Man muss sonst jedes Mal gucken, dass man die Waffe im Inventar hat, um zu sehen, was das eigentlich für eine Waffe ist, was für Reichweiten die hat und so ein Kram. Fuck me. Erste drei Alpenglühen ist eine etwas höhere Reichweite. Energiestand, der mehrere Ziele durchdringt, gyroskopische Störung verursacht und das Drehen während des Feuers erschwert. Ein Scout ist eigentlich mehr einen, den ich auch in Entfernung haben will. Deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht, die Scouts mit einer möglichst hohen Reichweite auszustaffieren. Das heißt, entweder mit einem Scharfschützengewehr direkt oder mit einem von den Repetierern. Die Repetierer haben aber meistens eine relativ kurze Reichweite.